Valentin. Ja. Jetzt wollen wir schon erstmal den Mann machen. Mein perfekter Sommer. Also als gefühlter Halbportugiese, natürlich so Latino-mäßig. Ich sehe mich da ein Stück weit im Süden unseres schönen Kontinents. Der Strand ist nicht allzu weit weg. Ich bin mit guten Freunden unterwegs, es wird gegrillt. Der Griff geht auch zu einem schönen Gläschen Weiß- oder Rotwein. Tabak ist am Start und wir haben einfach eine richtig gute Zeit. Das ist mein Sommer. Ja, da gab es eine Handvoll einprägsame Erlebnisse, weil wir auch große Schritte als Gemeinde gemacht haben. Aber eine Sache, die ich da auf jeden Fall hervorheben möchte, das war der IJM-Abend mit Joe Falk und Daniel Rentschler. Die zwei haben das richtig super gemacht. Eine Organisation, die ich total abfeiere, wo ich auch schon lange mit dabei bin. Und insofern war es mir auch ein Riesenanliegen, dass es endlich geklappt hat, dass die zwei Herren mal vorbeikamen bei uns. Ich schnapp mir jetzt mal diese Bibel, die Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel. Dieses Buch wird mir, wenn ich es öffne, jetzt mehr Autorität verleihen. An eine Stelle, an die ich denken musste, gerade bei dem Hinweis, vielleicht ja auch eine herausfordernde Stelle, die mich unheimlich mal gepackt hat und auch immer wieder packt, ist im Gleichnis vom Sämann. Das steht an verschiedenen Stellen in den Evangelien, unter anderem bei Lukas 8. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch so ein bisschen vor Augen habt, da erzählt Jesus ganz simpel, wie der Sämann Saatgut verteilt und das an verschiedene Stellen fällt. Und zum einen, da macht er so verschiedene Gruppen aus, zum einen auf den Weg, zum anderen auf Felsen, zum anderen unter einem Platz, wo später Dornen auch wachsen und als letztes auf die gute Erde. Und ich finde das unheimlich interessant, was Jesus zu diesem dritten Punkt, diesem Dornengestrüpp sagt. Da habe ich mich mal geradezu ertappt gefühlt, als ich das mal so durchgearbeitet habe, weil Jesus das später seinen Jüngern dann erklärt, was er jeweils meint. Und bei den Dornen ist es so, dass Jesus erklärt, die Dornen gehen gleichzeitig mit der Saat auf, nehmen aber die Nährstoffe und das Licht und ersticken sozusagen die gute Frucht. Und die Dornen werden, die verkörpern die Sorgen des Alltags und den Reichtum und die Vergnügungen des Lebens. Also einfach so eine Kategorie an Zerstörern für das Gute, für die gute Frucht. Und das fand ich so interessant, dass da ausgerechnet auch die Sorgen genannt werden, weil ich jemand bin, der ja einfach schon ein Stück weit ein Grübler ist, jemand, der sich gern mal ein, zwei Gedanken mehr macht und sich fragt, wie soll es alles werden? Und ich glaube, da bin ich persönlich dann herausgefordert, mir diese gute Frucht nicht kaputt machen zu lassen von solchen Sorgen, aber auch nicht von den Ablenkungen und den schönen Seiten des Lebens, die einfach dann eine zu starke Rolle spielen können. Und ich glaube, wir in Westeuropa 2017, wir leben schon ein Stück weit in einer richtigen Dornenzeit, muss man sagen, weil auf uns so viele unterschiedliche Eindrücke einprasseln. Wir sind immer erreichbar in 1000 WhatsApp-Gruppen, sehen ständig irgendwelche Timelines auf Facebook und da ist einfach so viel los, was auf uns einprasselt. Teilweise so blöde Ablenkungen, teilweise aber auch Sachen, die wir einfach hinkriegen müssen. Steuererklärung, eine Wohnungssuche oder ja, solche, vielleicht sogar Termine in deiner Gemeinde, die du gerne wahrnehmen möchtest, die irgendwie ja, für dich so eine To-Do-Liste werden. Und genau, das habe ich mir vorgenommen, dass ich das nicht zulasse, dass vielleicht Sorgen oder der Alltag diese Saat, die ausgestreut wird, in meinem Leben kaputt machen kann. Und da kommt auch noch eine andere Bibelstelle ins Spiel, und zwar mein Taufspruch. Der steht in Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und das finde ich so ein unheimliches, starkes Bild, dass wir einen guten Hirten haben, der vorangeht, der unsere Bedürfnisse ganz genau kennt und auf den wir vertrauen dürfen. Und dem wir diese Themen, gerade wenn es um Sorgen geht, einfach abgeben können. Das habe ich schon ein paar Mal in meinem Leben erlebt, wo
die gefühlt, wo ich in einer ganz großen Not war oder irgendwelche Situationen mir über den Kopf gewachsen sind. Und da habe ich das erleben dürfen, dass wenn ich das Gott hingebe, dem guten Hirten und auf ihn vertraue, dass er es gut macht und dass dann dieses Dorngestrüpp in meinem Leben wirklich keine Macht mehr hat. Das finde ich ein unheimlich starkes Ding, wie Gott hier dargestellt wird. Das kommende Jahr ist prall gefüllt mit Highlights und Höhepunkten und eine absolute Hochzeit verspreche ich mir natürlich auch von meiner persönlichen Hochzeit. Mein Tipp für die persönliche Zeit mit Gott ist der, sich die Zeit ganz einfach zu nehmen. Ich wünsche mir ganz viel Begeisterung, ganz viel Tiefgang und extrem viel Begegnung mit Gott. Und gerade bei den ganzen Aufgaben, die wir haben, Gottesdienste gestemmt kriegen und Arbeitsverteilungspläne etc., dass wir da dieses Herz, diese Begegnung mit Gott total erleben dürfen. Ein Witz, ja, also ich kann ja keine guten Witze erzählen, aber man schnappt ja immer mal wieder was auf und diesmal ist es auch streng genommen kein Witz, sondern eine Frage, und zwar eine lustige Frage, eine Scherzfrage mit Gruß an Johnny Neumann, und zwar die folgende. Warum sitzt Beckmann eigentlich draußen? Weil ihn keiner reinholt.